Impersonation. Was ist eigentlich genau Impersonation? Als Impersonation oder Identitätsmissbrauch werden Angriffsversuche bezeichnet, bei denen die Kriminellen versuchen, sich als eine andere Person auszugeben. Oft werden im Vorfeld eines solchen Angriffs zahlreiche Informationen über die zu spielende Person gesammelt. Dies geschieht auf digitalem genauso wie auf analogen Wege. Eine gezielte Google-Suche oder auch das Durchforsten von sozialen Netzwerken fördert oft eine Menge Informationen zutage. Auch Dumpster Diving wird für die Informationsbeschaffung als Methode herangezogen. Genau wie beim Tailgating versuchen die Angreifer, Zutritt zu bestimmten Gebäudeteilen zu erlangen. Dabei werden oft auch Personen imitiert, die normalerweise in Firmen nicht auffallen bzw. dort einen legitimen Aufenthaltsgrund haben. Beispiele hierfür sind Postboten, Techniker oder auch Mitarbeiter von anderen Standorten.